Lieber Mann, es gelingt ihm, im Übrigen unbeabsichtigt, 1879 in München einen kleinen Skandal auszulösen. Mit einem harmlosen Bild. Ja, ein Meisterwerk zwar, aber aus heutiger Perspektive ein harmloses Bild. Schritt für Schritt. Worum geht es? Es geht um eine kleine Episode aus dem Lukasevangelium, aus dem zweiten Kapitel. Der zwölfjährige Jesus im Tempel von Jerusalem. Zuerst eine ganz ungewöhnliche Perspektive hier zu sehen. Ein Bild aus dem Mittelalter, aus dem 14. Jahrhundert von Simone Martini, der trotzige Jesus könnte man es nennen. So kennen wir ihn nämlich nicht. Wer allerdings mit Kindern zu tun hat, der kann das Bild lesen. Klar, ein Konflikt. Und der Kleine wird ganz an den Rand gedrängt. Die Eltern reden auf ihn ein, ganz typisch. Maria hier als Chefin, als Oberlehrerin, mit guten Argumenten. Immerhin hat sie die Bibel auf dem Schoß. Josef sympathisch, nah dran am Sohn, ihm zugeneigt, er vermittelt scheinbar. Und die Hände der Eltern, ja, sie sprechen hin und her. So gibt vielleicht ein Wort das andere. Wir kennen das. Und der Kleine, er schweigt, die Hände verschränkt. Ja, der trotzige Jesus, der zwölfjährige Jesus im Tempel, bei Lukas im Evangelium Kapitel 2. Das wird häufig gemalt und in der Regel gibt Jesus den Chef und Oberlehrer, Jesus im Streit mit seinen Eltern. Ja, das wird selten gemalt. Was er da sagt, ist allerdings berühmt. Muss ich nicht in dem sein, was meines Vaters ist? Sicherlich, im Rückblick ja. Aber damals aktuell und aus Elternsicht ein unmögliches Verhalten, fast eine Frechheit. Der Maler kennt Jesus schon und im Rückblick zeigt er, was Jesu Position rechtfertigt. Jesus selbst ist das Wort Gottes in Person. Die Bibel muss er nicht lesen. Sie ist nämlich, wir schauen genau hin, zugeschlagen an seinem Herzen. Jesus ist das Wort Gottes in Person. Der Text aus dem Lukasevangelium. Nur der Evangelist Lukas berichtet uns von dieser Episode. Ich trage vor aus einer sehr gelungenen Übersetzung von Fridolin Stier. Er schreibt: Und seine Eltern pilgerten jedes Jahr nach Jerusalem zum Pascha-Fest. Auch als er 12 Jahre alt war, zogen sie nach dem Festbrauch hinauf. Und nachdem sie die Tage zu Ende gebracht, verharrte bei ihrer Heimkehr Jesus, das Kind, in Jerusalem, und seine Eltern merkten es nicht. Aber da sie dachten, er sei in der Reisegemeinschaft, gingen sie eine Tagreise weit und suchten ihn unter den Stammesgenossen und Bekannten. Und als sie ihn nicht fanden, kehrten sie auf der Suche nach ihm zurück nach Jerusalem. Und es geschah, nach 3 Tagen fanden sie ihn im Heiligtum, wie er in der Runde der Lehrer saß, ihnen zuhörte und sie befragte. Die ihn aber hörten, gerieten außer sich ob seiner Einsicht und seiner Antworten. Und als sie ihn sahen, waren sie bestürzt. Und seine Mutter sprach zu ihm: Kind, warum hast du uns das angetan? Da, dein Vater und ich, wir suchen dich voll Kummer. Er aber sprach zu ihnen: Was brauchtet ihr mich zu suchen? Wusstet ihr nicht, dass ich bei der Sache meines Vaters sein muss? Sie aber verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen redete. Dann ging er mit ihnen hinab und kam nach Jerusalem. Und er war ihnen untertan. Und seine Mutter bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus kam voran in der Weisheit, im Wuchs und in der Gnade bei Gott und den Menschen. Ein paar Anmerkungen zu diesem Text. Was Lukas schreibt, ist anrührend, finde ich, merkwürdig und wirklich sensationell. Warum? Es heißt von berühmten Leuten in der Antike, dass sie natürlich auch eine außergewöhnliche Kindheit haben mussten. Aber hier, was erzählt wird von Lukas, passt nicht in das Schema.
Jesus ist zwar frühreif, könnte man meinen. Was er sagt, erstaunt die Leute, haben wir gelesen. Es ist übrigens das erste Wort Jesu, das von Lukas überliefert wird. Zwei Fragen. Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Das ist schon in gewisser Weise kryptisch. Ja, frühreif würden wir vermuten, für einen 12-Jährigen aber insgesamt nicht unplausibel. Es gibt keinen Kitsch in diesem Text, kein Quatsch und nichts Peinliches. Keine Tontauben, die plötzlich lebendig werden, kein Baby, das irgendwie schon sprechen kann, nicht irgendwelche völlig unglaubwürdigen Wunder. Nein, wir sehen hier einen Jugendlichen, einen jungen Mann, und wir müssen wissen, dass die Kindheit in der Antike, wie wir sie heute kennen, nicht erfunden war. Ein 12-Jähriger musste aller Wahrscheinlichkeit nach mit seinem Vater in die Werkstatt. Er war Bauhandwerker, Josef, und er war wahrscheinlich mit seinem Vater auf den Baustellen der Römer in Sepphoris zum Beispiel unterwegs. Er hatte schon dicke Muskeln und war schon ein richtiger junger Mann. Ja, also dieser Jesus, was macht er? Er hört zu, er stellt Fragen und er antwortet. Ganz einfach, ein Dialog auf Augenhöhe, ein wirklicher Dialog nach allen Regeln der Kunst. Und dann die Eltern, kein frommes Getue. Nein, sie sind total ärgerlich, voller Schmerz. Sie sind andererseits total froh, Jesus ist nicht unter die Räuber gekommen. Und nun das Ende des Textes. Jesus ist nicht fertig. Er war den Eltern gehorsam, ihnen untertan, haben wir gehört. Er musste noch wachsen in jeder Hinsicht. Er war kein Halbgott oder Gott, der vom Himmel gefallen war und nun absolut schon fertig war und über der Erde schwebte. Nein, er musste, wie es bei Kindern, bei Menschen üblich ist, wachsen, heranreifen. Zwar begabt mit Gottes Geist, aber natürlich noch offen für das, was kommen musste. Jesus Christus. Wer ist Jesus Christus? Ich unterscheide der Einfachheit halber drei Perspektiven. Ich fange mit der mittleren an, nämlich mit der Perspektive der Kirche. Jesus Christus ist da, weil die Kirche ihn tradiert hat, weil er als Kirche und in der Kirche da gewesen ist, durch all die vielen Jahrhunderte, nun schon seit 2000 Jahren. Jesus Christus wird bekannt im Glaubensbekenntnis. Hier ist knapp zusammengefasst, was wesentlich ist für die Kirchenleute, für die Christen im Blick auf Jesus Christus. Er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Paradox, aber die entscheidende Wahrheit. Ganz auf unserer Seite und ganz von Gott her derjenige, der uns retten und erlösen kann, weil wir alleine es nicht schaffen. Das ist die zweite, die entscheidende Perspektive. Zugrunde liegt die erste Perspektive. Jesus hat schlicht und ergreifend gelebt. Es gibt Haftpunkte in der Geschichte. Man kann erforschen, wie die Menschen damals lebten. Man kann herankommen an seine Person durch verschiedene Quellen. Jesus ist erforschbar durch die historisch-kritische Methode. Und drittens, jeder von uns hat sein eigenes Bild von Jesus. Ich persönlich werde es zusammen mit der Kirche und als Kirche entwickeln. Aber es gibt auch den Blick ganz von außen. Und was uns interessiert heute, ist der Blick der Künstler auf Jesus Christus. Es ist eine Art Fremdprophetie. Es sind keine Glaubensbekenntnisse, was die Künstler heute oder auch in den letzten Jahrhunderten abgelegt haben. Wir nehmen die Zeugnisse der Künstler, nehmen wir zur Kenntnis. Sie können unser Bild von Jesus Christus bereichern. Sie provozieren häufig. Sie können unsere Erinnerung, unser Bild reinigen, ergänzen und korrigieren.
Max Liebermann mit seinem Bild, der 12-jährige Jesus im Tempel, gemalt und ausgestellt 1879, ist so ein Beispiel dafür, wie ein Künstler unser Bild von Jesus Christus bereichern kann. Zur ersten Perspektive. Jesus stammt aus Nazareth. Er lebt in Galiläa, um den See herum ist er später aktiv. Und um nach Jerusalem zu kommen, zum Tempel, muss er durch das Gebirge oder entlang des Jordans und von Jericho aufsteigen nach Jerusalem. Das sind 1000 Meter, deshalb heißt es ja auch wörtlich im Text, dass er, nachdem die Eltern ihn gefunden hatten, mit ihnen hinabstieg. Das lässt vermuten, dass sie durch das Jordantal zurückgegangen sind. Ja, nun, so kam also Jesus nach Jerusalem. Warum? 3-mal im Jahr, so machten es wohl die frommen Juden. 3 Wallfahrtsfeste gab es für die Israeliten: das Pascha-Fest, das Wochenfest und das Laubhüttenfest. Lukas berichtet uns also davon, dass Jesus zum Pascha-Fest mit seinen Leuten, also mit einer großen Pilgergruppe, nach Jerusalem kommt. Das Pascha-Fest ist das Vorbild für unser Osterfest. Befreiung ist das große Thema. Befreiung aus Ägypten. Natürlich ist es auch ein Natur- und Frühlingsfest. Es wird aber verbunden mit dem Auszug aus Ägypten. Nun also Jerusalem. Der Tempel, von weit her war er zu sehen. Ein imposantes Bauwerk. Herodes der Große, ein großer Baumeister, ein starker Politiker, hatte den alten Tempel erneuern lassen. Er begann im Jahre 21 vor Christus. Zur Lebenszeit Jesu war zwar längst das Allerheiligste, der innere Bezirk, fertiggestellt, aber das gesamte Plateau war noch nicht fertig gebaut. 487 mal 315 Meter, eine riesige Ausdehnung. Hier also war Jesus während des Pascha-Festes. Der größte Stein übrigens dieses imposanten Bauwerkes, den man bis heute gefunden hat, wiegt 550 Tonnen, 13,3 mal 3,3 mal 4,5 Meter. Unglaublich, dass man solche Steine bewegen konnte. Was geschah nun in diesem Tempel? Es wurden Brandopfer dargebracht, durchgehend die ganze Zeit. Das zentrale Heiligtum, dieser Tempel. Das Allerheiligste, die Mitte, leer. Hier durfte nur einmal im Jahr der Hohepriester eintreten und um Vergebung bitten, Sühne leisten für die Sünden des ganzen Volkes, für seine eigenen Sünden. Das Allerheiligste an Yom Kippur. Wie kann man auf Jesus blicken? Als Sympathisant, na klar, aber auch verärgert und aggressiv. Immer schon gab es Künstler, die unbedingt provozieren wollen, aber doch eigentlich nur ihren Ärger mit der Kirche abarbeiten. Es ist auch ein wenig unehrenhaft, gegen Jesus loszustürmen. Es ist ehrenhafter, sich einen starken Gegner, einen mächtigen zu suchen. Und Jesus ist zweifellos einer der Kleinen und der Ohnmächtigen bis hin zum Kreuz. So im Allgemeinen gibt es 2 Sorten von Leuten. Die einen sehen Jesus als Gott, an den man gar nicht rankommt. Etwas verklärt. Selbst Leute, die nicht zur Kirche gehören und zum Glauben, sehen das so. Andere wiederum sehen in Jesus einen Sozialrevolutionär, einen Moralapostel, den Vorsitzenden einer großen Werteagentur. Max Liebermann, der 12-jährige Jesus im Tempel. 3 Jahre lang hat Liebermann an diesem Bild gearbeitet. Es wurde im April 1879 fertiggestellt. Und es gibt einige Studien und Skizzen, die uns zeigen, wie Liebermann um die Konzeption dieses Bildes gerungen hat. Am 19. Juli 1879 wird die 2. internationale Kunstausstellung im Münchner Glaspalast eröffnet. Dabei das Bild von Max Liebermann, der 12-jährige Jesus im Tempel. Herbert Fentrich, ein Kunsterklärer aus dem Bistum Essen, registriert auch heute noch damals antisemitische Ausfälle. Zum Glück, sie seien überwunden. Welches Bild genau meint Herbert Fentrich? Es gab
einen deutschlandweiten Skandal. Der Bayerische Landtag beschäftigte sich 2 Tage lang mit diesem Bild. Unter Künstlerkollegen wurde das Bild gelobt, in der Öffentlichkeit verrissen. Welches Bild ist hier jetzt gemeint bei diesen antisemitischen Ausfällen? In einem Führer durch die Ausstellung von 1879 wird Liebermann schwer beleidigt. Unter anderem heißt es, der gemeine, schmutzige Junge, der vor ebenso charakterisierten Juden mit den Fäusten agiert, lässt einen künftigen Judas als einen Christus erahnen. Und im Bayerischen Landboten vom 3. August 1979 heißt es, vollends aber die Schriftgelehrten sind weiterhin nichts als die nächstbesten Börsenjuden. Der Autor spricht von einem ordinären Schacherzug im Gesichte, von krummen, geldgierigen Fingern. Ist dieses Bild gemeint, das man heute noch in der Hamburger Kunsthalle bewundern kann? In der Mitte zentral ein blonder, schöner Junge, langes gepflegtes Haar, mit einem weißen Kleid, gegürtet in der Mitte, mit den Händen sprechend, Sandalen, etwas von hinten, ein seitliches, man sagt dann gern verlorenes Profil. Im Mittelpunkt mehrere Männer. Diese Männer sind mehr oder weniger als Juden erkennbar, sind verschieden gekleidet, teilweise haben sie Elemente typisch jüdischer Tracht. Vorne links ein Betstuhl, im Hintergrund eine Treppe. Dort auch fast gar nicht zu sehen, ein Mann und eine Frau, das werden wahrscheinlich die Eltern Jesu sein. Insgesamt ist alles eher monochrom, also einfarbig, eher irdische Farben gehalten, im Stil der späteren, so nennt man es, Arme-Leute-Malerei. Das Licht fällt ideal von oben, sodass alles schön ausgeleuchtet ist. Die Gruppe insgesamt ist natürlich im Kreis angeordnet, spiralförmig. Das Kind und die 2 Männer agieren, sprechen auf Augenhöhe. Es sind 2 Bücher vorhanden, die aber nicht benutzt werden. Insgesamt eine ausgewogene, ganz hervorragende Komposition, die absolut natürlich und echt und authentisch wirkt. Was wir heute bewundern können, ist die 2. Fassung, die übermalte Fassung. Max Liebermann hat nach dem Jesus-Skandal 1879 sein Bild gerade im Zentrum übermalt. Was wir von der 1. Fassung kennen, sind nur Beschreibungen, außerdem eine schlechte Fotografie und einige Vorstudien. Wie wirkt der neue, der 2. Jesus im Vergleich zu einer dieser Vorstudien? Der 2., der neue Jesus gleichsam, er wirkt wie ein Engel. Ein bisschen feminin, gezähmt, gepflegt, gewaschen, gekämmt, eigentlich Stereotyp. Wieso ist es zu diesen brutalen antisemitischen Angriffen auf Max Liebermann gekommen, 1879? Ein Jude, Max Liebermann, malt Jesus Christus, einen Juden, in einer Gruppe von Juden, in einem jüdischen Ambiente, in einer Synagoge. Er holt die Szene also gleichsam in seine Gegenwart und normalisiert das Geschehen, nimmt es gleichsam vom Sockel und auch Jesus holt er vom Sockel. Er hebt ihn kaum hervor, den kleinen Jesus. Insofern hat er realistisch gemalt. Aber er hat nicht historisierend gemalt. So wie er es malt, kann es nicht gewesen sein. Das ist klar, das will Liebermann überhaupt nicht. Er malt nicht den herodianischen Tempel, hat andere Vorbilder für sein Interieur. Der Jesus-Skandal. Skandal, warum? Na, das ist natürlich sonnenklar. Die antisemitischen Angriffe auf Max Liebermann sind unerträglich. Primitive Leute waren bisher
öffentlich gegen Juden eingestellt. Nun wird der Antisemitismus hoffähig. Gebildete Leute, Schriftsteller, Theologen, Richard Wagner und andere ergreifen Partei gegen die Juden, polemisieren gegen die Juden. Sie verbinden mit der Emanzipation, die im 19. Jahrhundert stattgefunden hat, deren Assimilation. Sie sollen sich angleichen und ihre Religion, ihr Jüdischsein, sollen sie eben wegwerfen. Liebermann hat damit, wie viele andere Juden, nicht gerechnet. Jetzt tritt es offen zutage, dieses Konzept, die Emanzipation mit der Assimilation, die Befreiung der Juden, die rechtliche Gleichstellung der Juden mit deren Anpassung zu verbinden. Liebermann fühlt sich ganz selbstverständlich als Deutscher, er fühlt sich als Jude, er ist in einem jüdischen Elternhaus aufgewachsen und er empfindet als Künstler drei Aspekte seiner Persönlichkeit in einer Person, ohne Probleme für ihn. Durch antisemitische Angriffe dann auch im Ersten Weltkrieg und danach wird sich Liebermann seines Jüdischseins nochmal klarer bewusst und er ergreift Partei für seine Glaubensgenossen. Im Jahre 1924 entwirft er zum Beispiel für den Reichsbund jüdischer Frontsoldaten eine Lithografie mit dem Titel Den Müttern der 12.000. Mit 12.000 sind 12.000 gefallene jüdische Frontsoldaten gemeint. Der Jesus-Skandal, Skandal, auch noch in einer anderen Hinsicht. Warum eigentlich hat Max Liebermann die erste Fassung übermalt? Es stimmt traurig. Es wäre so schön, die erste Fassung zu besitzen. Sie war wirklich ein Durchbruch und er nimmt ein bisschen von diesem Fortschritt zurück durch das Übermalen. Er nähert sich ein wenig der traditionellen Malweise an. Jesus wird sonst immer überhöht dargestellt. Adolf Menzel, 1851 zum Beispiel, verbindet Jesus mit einem Heiligenschein. Jesus doziert ins Nichts hinein, beziehungsweise in Richtung der Bibel. Die Lehrer, die Schriftgelehrten verschwinden als Statisten im dunklen Hintergrund. Es findet auf jeden Fall kein Gespräch statt. Und das hat ja weiterhin bei Liebermann in so fantastischer Weise Geltung. Ja, was war also alles neu bei Max Liebermann? Inwiefern kann man wirklich von einem Durchbruch, einem künstlerischen Durchbruch bei der Darstellung dieses Themas, der zwölfjährige Jesus im Tempel, sprechen? Ja, Jesus ist Jude. Er lebt gemäß der Tradition. Er hält den Pascha, er hält die Gebote ein. Er kommt mit seiner Familie ganz selbstverständlich nach Jerusalem. Und dann, ja, Jesus hört zu. Er fragt, er ist in einem wirklichen Gespräch, er lernt von seinen jüdischen Lehrern. Was bedeutet das für uns heute als Christen? Jesus ist kein Christ, er ist der Christus. Er ist Jude. Um ihn zu verstehen, müssen wir seine Wurzeln, seine Herkunft, seine Art verstehen. Und seine Art ist jüdisch. Die hebräische Bibel ist unsere Grundschrift als Christen. Das Neue Testament ist gleichsam eine Ergänzung, ein Kommentar. Und um die hebräische Bibel zu verstehen, ist Jesus Christus unser Schlüssel. Er verbindet uns Nichtjuden, uns Heiden, mit dem Gott Israel.